Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Raft. Mit dabei ist der Yogi. Hallo. Und ich werde angegriffen von einem Viech. Wo bist du denn? Das Lustige ist, ich habe wieder das Problem, jetzt geht's. Wenn immer welches Spiel neu starte, will meine Maus nicht. Aber Kieran, deswegen wo bist konnte du? Ich auch. Ich bin im Schiff drinne. What? Du standest eben noch neben mir. Das hat mich auch irritiert, weil ich hatte wir waren eigentlich in die letzte Folge noch mal kurz reingeguckt. Ich dachte auch, wir wären auf dem Floß gewesen. Genau, wir waren auf dem Floß und wollten auf jeden Fall uns Licht machen und Essen machen, dass es uns wieder gut geht und dass wir dann die Bombe machen können. Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch mal in die letzte Folge reingeguckt, die letzten Sekunden, um zu gucken, wo waren wir, was haben wir gemacht, weil jetzt die Aufnahme meistens alle 2 Wochen sind. Und auf einmal spawne ich auf dem Schiff. Ich so, was ist hier los? Kleine Gönnung, sagst du. Du, also ich bin gerade auf dem Floß, da ist es auch ganz nett. Ja, soll ich zu dir kommen oder kommst du zu mir, ist die Frage. Wo bist du denn? Da bist du, hallo. Ich bin auf dem Floß. Hallo. Ja, ich weiß auch, ich habe mal hier gestanden, so gefühlt. Aber irgendwie dann doch nicht mehr. Keine Ahnung, sehr seltsam. Dann kann ich immer überall sein, ne? So, es geht weiter. Ich habe mir gerade mal das Steak gesnackt hier. Ich habe auch noch eins einstecken. Würde dann aber auch vielleicht... Ich stecke mir einfach hier Melonen ein, dann bin ich bereit. Kann es sein, dass sie irgendwas grafisch geändert haben? Irgendwie, also ich habe nichts an den Einstellungen gemacht, aber es sieht anders aus. Okay, dann bin ich beruhigt, dass es nicht nur mir so geht. Ich hatte das Gefühl eben auch, aber ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Du bist es noch nicht mehr gewöhnt, weil du 2 Wochen nicht Raft offen hattest. Ja, aber gell, es sieht irgendwie... Es sieht so ein bisschen detaillierter aus. Das würde auch erklären, warum es eben der Meinung war, es müsste in 21:10 starten und über beide Bildschirme gehen. In Full in 4K. Okay. Gut, aber ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ja, ich will noch ganz kurz meine Sachen hier in die eine Kiste rein, die ich nicht brauche. Ich brauche vielleicht noch einen neuen Speer. Wenn ich einen Speer habe, bin ich für dich da. Ah, geil. Hast du noch mal neue Lampen gemacht? Nö. Also meine ist fast tot. Du hast eine auf. Ja, aber die ist fast tot. Ach so. Ich meine, ich wollte letzte Folge 2 machen. Ich habe auf jeden Fall eine gemacht. Aber es wird erklären, warum ich einen Kupfer und einen Clipper einstecken hatte. Vielen Dank für den Hinweis übrigens, liebe Regenbogenmaus, unsere Profispielerin von Raft, dass sie dir jetzt gesagt hat mit dem Mausrad, um die genaue Anzahl der Sachen, die man rausnehmen kann, zu steuern, dass du nicht immer den ganzen Stack holen musst. Das ist super. Was hat das, hast du? Ja, hat richtig was. Ah, nice. Bist du gerade schon dabei, dir eine Stirnlampe zu machen oder soll ich dir eine machen? Nein, ich bin dabei, mir eine einen neuen Waffe zu machen. Eine neue Waffe? Machst du dir eine neue Waffe? Hast du Seile? Ja, aktuell nicht, nö. Dann haben wir gerade ein kleines Problem, was die Palmblätter angeht. Ich bin zu blöd, aktuell die Tastatur zu bedienen, gefühlt. Ja, die ich bin es nicht mehr gewohnt. Generell eine Tastatur zu bedienen, das verstehe ich. Ist kompliziert, ja, ich weiß. Nee, aber auch so, ich komme mir gerade mit der Tastenbelegung. Wie drückt man hier was? Wir spielen zu selten Raft, glaube ich. Also ich habe eine Batterie für dich. Ja, das kann sein. Ich meine, das ist nett. Reicht die Batterie alleine? Nee, wir brauchen auch, die ist komplett kaputt, wenn man die... Seile, irgendwo Seile. Seile sind ausverkauft. Oh, hier hat der Hai auch ein Netzwerk gefressen. Ich ersetze es jetzt auch mal nicht, sonst wird es wieder kaputt gemacht in der Zeit, wo wir auf dem Schiff rumtanzen. Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, dann entweder du fällst kurz den Baum hier oder die Bäume, dann dürften wir Seile machen können. Ah, weißt du was? Komm, lass uns rein. Ganz kurz, der Baum ist doch fertig, oder? Ja, aber das dauert zu lang. Komm jetzt mit rein. Hallo, Vogel. Okay. Wir werden die Nester auch wieder abreißen. Uns wurde gesagt, die bringen nichts, weil Eier gibt es nur von Hühnern. Was ist das für eine Welt? Ach, das ist eine verrückte Welt. Ja, das heißt, die bringen halt nur Federn und Federn, naja. So aktiv, wie wir mit Pfeil und Bogen sind. So, wir müssen ganz hoch, ne? Haben wir die Teile für die Bombe? Wo craften wir die Bombe? Ist sie nicht unten im Keller? Das kann sein, dass wir sie da craften müssen. Das. Wir müssen ja erst noch... Die Bombe habe ich jetzt nicht im Inventar. Also. Okay, dann let's go. Immer voran. Mal nicht hier. Ich meine, das war ganz hinten, oder? Ja, ja.
War das hier? Ne, ich meine hier geradeaus sogar noch. Ja, das ist die Küche, ja. Ah, hier ist auch nichts. Doch, hier hinten in der Ecke. Da steht bei mir noch nichts. Ah, doch. Ah, jetzt habe ich eine Bombe. Einmal Bombe. Easy. Eins nice von Bombigkeit her. Ganz nach oben. Überholt. Ja, ich muss gucken. Ich hab's ja auch nicht im Inventar. Nee, sie wird mir auch angezeigt. Ich nehme an, das ist so Questgegenstand und da die intelligent sind, haben sie direkt gesagt, das soll kein Inventar blockieren. Gib mir ein Steak. Oh ja. Nimm du mal Steak, ich geh weiter nach oben. Ich glaube, das war hier hinten. Wo ging's hier weiter hoch? Da ging's weiter hoch. Das war auf jeden Fall ganz oben. Ja, ich bin schon da. Ja, warte, ich muss hier noch eine Ratte abstechen. Ja, alles gut, ich warte auf dich. Dann sticht die Ratte mich ab. Warten wir auf Yogi. Das ist okay. Ich loote derweil. So, und wenn wir das da oben gemacht haben, können wir weiterfahren, oder? Ja, was ist denn für das Letzte sein? Hi. Sprenge! Oh, shit. Ich stelle mich mal hier hin, ich habe ein bisschen Angst. Oh. Jan stand Gott sei Dank vor mir. Jawoll! Bootleg Fireworks. Hey, ich wollte die Kiste nehmen. Immer gebratenes. Au, Plan, Lenkrad. Hinweis. Ja. Ich hab einen Hinweis genommen und ein Tape. Endlich können wir Musik hören. Ich habe ein Mixtape. Gut, dann willst du den Hinweis mal lesen? Nö. Wie nö? Nö. Ich gehe lieber raus und beobachte die Welt von hier oben. Okay. Ich bin auch draußen. Hinweis. Tür, aber. Im Moment war das hier nicht J für. Nee, T wie Tagebuch war's. Ja, ne? Ah, wir haben auf jeden Fall neue Koordinaten auch. Balboa. Ja, ich bin mir nicht so sicher, welche wir gelesen haben, welche nicht. Ich nehme mal an, Vasagatan haben wir nicht gelesen. Oben. Doch, Vasagatan haben wir einen Großteil gelesen. Das ist. Achso, das ist ja alles Vasagatan. Das letzte davon meine ich. Ruben. Ja, das haben wir nicht. Ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Ich dachte, die Welt würde untergehen und du hast das nie gesagt. Aber das hast du auch gedacht. Vielleicht hast du dich sogar darauf gefreut. Vielleicht bist du deshalb so stark geblieben. Aber das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nie dein Geheimnis verraten und ich würde schon sehen, wie du weiter in dir selbst verschwindest, wenn die Welt untergeht. Ich sah, wie die Welt mit dir unterging. Ruben! Und das war zu viel für mich. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Das weiß ich jetzt. Wilkstrom hat keine Ahnung. Und auch keiner dieser armen Narren hatte es. Nachdem der Captain gegangen war, drifteten sie einfach ziellos umher. Ich habe ein vorbeifahrendes Schiff aufgegriffen und ihre Lebensmittel gestohlen. Es dauerte 2 Wochen, bis es ausging und sie aufeinander losgingen. Wir sitzen an einem Berggipfel fest. Inmitten des großen, endlosen Plaus. Nur wenige von uns, wir haben Hunger und Angst. Aber wir können nicht hierbleiben. Wir gehen weiter. Gehen so weit nach Süden, wie wir nur können. Matty sagt, dass es da unten trockene Orte gibt. Suche mich, wenn du kannst. Du wirst es nicht glauben, aber ich liebe dich. Hanne. Arme Hanne. Ja. Und wir haben Koordinaten von Balboa und ich glaube, die anderen Sachen haben wir alle schon gelesen. Ja, aber wir haben noch unten eine Ruben. Die Seite, ist da auch was drin? Im Tagebuch? Balboa-Insel. Nee, das sind die gleichen Texte. Uns fehlt ein Aufnahmegerät. Ja, und ich nehme mal an, du hast eben einen blauen Schlüssel eingesammelt. Mit dem können wir irgendwas noch öffnen. Ich habe letztes Mal einen blauen Schlüssel eingesammelt. Nee, eben war da aber auch so ein großer blauer Schlüssel. Den hast du eingesammelt. Ja, gut, dann suchen wir die nächste Tür, würde ich sagen. Ja, kurzer Check nochmal, ob hier irgendwie. Also ich bin da nochmal drauf. Ich habe nichts gesehen hier. Nö, sieht gut aus. Also, so, leer. Die Frage, wo war eine blaue Tür zu öffnen? Ah, ist Zwischenetage irgendwo? Buchsen. Ach, hier ist wieder. Diese wir brauchen gar nicht so viel Fleisch von dir, weil du bringst auch nicht viel. Es müsste zumindest mal 2 bringen, finde ich. Nein, ich meine auch das Essen, wenn du es halt zu dir nimmst. Achso, ja. Ja. Gut, das ist Rattenfleisch. Ich meine, eigentlich ist an der Ratte ja nicht viel dran. Gut, an der jetzt schon, aber. Fred ist auch einfach nur ein Oktopus. Hier war der Wagenheber, den haben wir genutzt. Hier war auch keine geheime Tür mehr, außer sein privates Bad, aber da ist nichts drin. Eventuell eine Etage drunter? Mal gerade noch mal kurz gucken, ob es nicht sogar eine Zwischenetage gab. Nee, da hinten ist der normale Aufgang.
Ja, aber kam er da ganz hoch oder war zwischendrin noch mal eine Tür? Meine Taschenlampe ist. Ja, dann ist jetzt zappenduster. Ja, nicht zappendust. Zappenduster ist es. So ist es nicht. Okay, hier in dem Zwischendeck ist auch. Oh, eine Ratte. Sei ruhig. Ah, die Ratte. Sie beißt mich. So, jetzt habe ich die Pest. Eine Ratte spawnt. Die spawnt doch immer hier. Ja. Ein Wassermelone snacken. Das ist krass, wie viel Essen du verbrauchst. Ja, ne? Kann man normal benutzen. Du wirst verfolgt. Ich hätte auch eine der Ratten das Aufnahmegerät gefressen. Das kann gut sein. Müssen sie alle also abschlachten. Ich habe keine Ahnung, wo noch eine Tür gewesen sein soll. Die ist verbarrikadiert und da geht es nur noch draus. Ja gut, dann müssen wir weiter runter. Aber irgendwo muss ja einer sein. Da oben war ja eben ein großer blauer Schlüssel. Sicher, dass da einer war? Ja. Also ich glaube nicht. Im Lagerraum waren wir auch schon. Gibt es da vielleicht irgendein. Alter, ich bin gleich tot. Ich würde aufhören, mich hitten zu lassen von denen. Ja, die hauen ganz schön rein. Ja, auf Dauer auf jeden Fall. Also das Einzige, was fehlt, ist das Aufnahmegerät. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Ja, wir haben doch eigentlich alles durchsucht. Das hätte ich so ad hoc auch behauptet, aber ja, ne? Gab's. Ne, den Tresor haben wir geöffnet mit der Zahlenkombination. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ist noch irgendwo eine Tür? Hier unten ist das Ding mit dem Bolzenschneider. Und hier geht's nur zurück. War in der Küche noch irgendwo eine Tür? Nö. Und das, wenn, bis jetzt waren die Schlüssel ja tatsächlich immer für Türen, nicht irgendwie für nochmal ein Regal oder so. Oh Mann, mich ärgert, dass das der Bolzenschneider, den wir haben, nur für einen Schrank ging. Ich fände das cool, wenn wir alle Schränke hier hätten kaputt machen können und looten. Also ich glaube, wir haben alles. Ja, wir haben das Aufnahmegerät ja nicht. Ja, das außer das Aufnahmegerät. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Weil ich brauche wieder Essen und Trinken. Ich bin voll gefüttert rausgegangen, aber jetzt bin ich wieder. Ich habe Zeug einstecken, wenn du brauchst. Ja, dann wo bist du? So hin. Ich bin gerade hinten in der Werkstatt. Ich habe doch keinen Orientierungssinn. Da droppe ich dir erstmal 8 Melonen. Oh, das ist nice, weil das vor allem den Trinken gibt. Essen habe ich auch noch 5 Rüben bekommen in der Kiste oben. Man kann halt auch nicht gucken, welche Questaufgaben-Dinger man hat, ne? Nee, man muss später nochmal gucken. Hier neben sind Inseln, die würde ich halt auch noch looten wollen. Ja, ja. Weil da einige Bäume waren. Ich weiß nicht, ob man die fällen kann oder nicht. Ich dachte gerade, sind das Kötel hier? Nein. Hast du irgendwo in die Ecke gekackt oder was hier? Nein, ich dachte, die Ratte hätte das vielleicht gemacht. Achso. Eventuell haben wir es in einem Spind übersehen, den wir geöffnet haben oder der offen ist. Ich bin mir halt tatsächlich gerade auch nicht sicher, ob wir es nicht doch gefunden haben, weil, also das ist zwar nicht grün hinterlegt, aber der Bolzenschneider ist immer noch grün hinterlegt bei mir und den haben wir ja gefunden und verwendet. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Vielleicht haben wir ihn gefunden und geht halt nicht. Und das ist halt einfach verbuggt. Ich glaube, du musst mich hier rausholen. Ja, jetzt ist es wirklich stockduster hier unten. Ja, dann komme ich mal wieder rein, ne? Aber ich kann. Nee, ich habe den Weg rausgefunden, alles gut. Ich glaube, auf den Inseln rundherum ist nicht wirklich was zu looten. Orientierungssinn. Ja, aber da sind einige Bäume. Ich weiß nicht, ob man die Bäume fällen kann. Die sehen nicht fällable aus. Fällable. Fällable? Die sind nicht fällable.
So, ich würde jetzt aber gerne mal unser Lenkrad hier erlernen. Jawohl, easy, easy. Ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre hier irgendwo Eisen oder irgendwas. Aber wir müssen direkt auf dem Lenkrad gehen, hallo? Hi. Ist weg. So, ein Motor und ein Lenkrad. Ja, würde ich sagen, bauen wir um zum Motorboot. Scheiß mal hier auf Segeln. Auf geht's. Auf geht's. Ich baue mal. Baust du mal einen? Ich baue jetzt mal. So, wir brauchen 4 von dir. Dann nehmen wir die 3 und den einen, den irgendjemand da wieder hingeschmissen hat. Hast du wieder Sachen irgendwo hingeschmissen, Krian? Wahrscheinlich also, warst du das. Bin enttäuscht. Von. Nochmal 5. Da ist der Hai. So, wie macht man nochmal eine Leiterplatine? Das ist Kupfergeschichten gewesen, gell? Ja, 2 Kupfer, 1 Kunststoff und 1 Glibber. Glibber! So, dann mache ich mal unser Motor und ein Lenkrad. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt Speedboat. 1 Delpol. Wollen wir nicht gleich mehrere Motoren machen? So. Dass wir richtig schnell sind, meinst du? Ja. Ja, dann stelle ich mal unseren Sonar hier auf das nächste Ding ein. Auf Balboa Island. 5440. Okay, ich muss erst noch die Bäume fällen. Wir haben keine Plattendinger mehr hier. Wir haben keine Palmenblätter mehr. Keine Palmenblätter mehr. Wir müssen so in Richtung von den Bäumen ungefähr. Ja, lenken Sie. Machen Sie, ich baue alles bereit und dann wird's motorisiert, dann geht's hier richtig rund, würde ich sagen. Motherfucker. So, jetzt haben wir das, jetzt fehlt mir nur noch Schrott. Schrott habe ich auch noch einstecken. Ja, hier ist genug. Genug drin? 4 weitere. Wunderbar. Schrott herstellen. So. Ich habe jetzt einen Motor. Oh, nice. Wo stellen wir den hin? Direkt hinter den Anker hier? Ja, hier oder so, hätte ich gedacht. Da, auf die Seite. Ja, irgendwie ist das mit den Hütten ist für mich hinten am unserem Boot. Da ist aber auch ein Lenkrad. Ach aber das so. Ist das Lenkrad, das war ich ausgewählt. Och du Gott. Wie groß okay, das ist Lenkrad er? Hier oben neben das Ding, würde ich sagen, oder? Hier so das Lenkrad. Ja, vorerst auf jeden Fall. Dann mache ich mal die Schichten hier weg. Brauchen wir nicht mehr. Machen wir doch hier direkt das Lenkrad hin. Was mich gerade eher ein bisschen irritiert, dass wir keine Fahrt aufnehmen. Also nicht mal ansatzweise. Ich würde den Motor mal hier hin. Schwierig. Schwierig mit dem Motor. Wie groß ist der Motor, Krian? Riesig. Ja. 3x3. Oh ja. Ja, dann passt der doch perfekt hier rein. Oder muss der vielleicht sogar ins Wasser gehen? Nee. Oh, hier würde er doch schön reinpassen. Du meinst hier Holz auffüllen? Ja, warte, ich fülle mal Holz auf. Ja, okay, füll er mal auf und dann gucken wir mal, ob wir es hinstellen können, weil ich habe keine Ahnung, welche Voraussetzungen der hat, weil er ist riesig. Ich weiß noch nicht, es könnte sein, dass er Wasser braucht, weil ich glaube, das ist ein Wasserrad. Ja, also so Wasser in der Mitte mal lassen, so. Hallo, ich brauche neues Holz. Ja. So, ich glaube, der braucht auf der einen Seite... Warte mal. So? Nee, ich glaube, du musst eine ganze Reihe, vielleicht sogar 2 Reihen wegmachen. Mach mal die 2, den hier, wo ich draufstehe und daneben den noch weg. Also, oh, den mal dass weg. Hier eine Reihe ist. Wir treiben auch. Ja, ich habe das Segel mal ein bisschen anders gesetzt. Wie zur Hölle kann ich nochmal hier Dings wegnehmen? Ah, Axt war's. So, und den hier. Jetzt. Da. Ah ja, das ist ein ganz kleines Gerät. Hier kannst du wieder ein Holz hinmachen. Ich kann auch die Richtung ändern mit dem Hammer, mit dem Motor. Das habe ich gerade schon mal gesehen. Blanken! So, sehr gut. Er braucht Blanken, Krian! Ja, Blanken brauchen wir nicht. Doch, der braucht Blanken da drin. Motor einschalten. Ach, ich mach den jetzt mal an. Blanken. Ja, mach. Ah, rein, los geht's. Ist noch ein bisschen hier, ne? Ein bisschen. Stottert noch ein bisschen. Richtung ändern. Also, aber. Du sagst, da geht mehr, ne? Da geht mehr. Ich mach mal das. Kann es sein, dass er ein bisschen festhängt. Hast du gerade die Richtung geändert? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur das Segel zugemacht.
Weil ich habe das Gefühl, dass das Segel... Na, jetzt fahren wir in die Richtung, wo wir sollen. Das ist richtig. Ja, jetzt aber... Jetzt in die Richtung. Das ist die falsche Richtung. Ah, wie gut ist das denn? Nice! Ah! Jetzt können wir arbeiten. Wir müssen hier hinten in die Richtung. Welche? Ich höre ein Hai. Ja, ich höre es auch. Da, wo die Bäume stehen im Prinzip. Wir drehen erstmal im Kreis. Okay, drehen wir erstmal ein bisschen im Kreis. Ist also ich muss sagen, aktuell finde ich das ehrlich gesagt mit dem Segel fast einfacher. So, wohin müssen wir, hast du gesagt? Jetzt bin ich orientierungslos, warte. Stellt mich im Wald, macht mir die Augen zu. Aber wohin wir fahren, erfahren wir auch erst nächste Folge, würde ich mal sagen. Ah, Mist, Krian hat schon erfahren angemacht. Wir das? Ja, das erfahren wir erst nächste Folge. Weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Am Mittwoch kommt die neue Folge um 18 Uhr auf beiden Kanälen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.